Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwarz und Weiß hier in den Katakomben aus der Bildung. Heute zu Gast ist Christoph Biermeier, Theaterregisseur, Autor und Theaterintendant der Freilichtspiele von 2003 bis 2016. Herzlich willkommen, Christoph. Hallo. Hallo, hallo zusammen. Christoph, wie war dein Tag? Gemächlich, würde ich mal sagen, wie so viele Tage in den letzten Wochen und Monaten. Habe ein bisschen Sport gemacht, Kinder den kleinen Kindergarten gebracht, bisschen Hausaufgaben gemacht mit der größeren. Das war's dann im Großen und Ganzen, schon ein bisschen Gitarre gespielt, gelesen, mir Gedanken gemacht, E-Mails, was man halt so macht. Wir fragen uns natürlich, was machst du den ganzen Tag? Du hast Inszenierungen in Berlin, habe ich gelesen, in anderen Städten. Ja, das ist schon, also ich meine, ein Theaterregisseur ist ja in dem Sinn ja kein Beruf, das ist ja ein Zustand. Okay. Das heißt also so, ich bin immer dann als Regisseur da, wenn ich einen wie auch immer gearteten Proberaum habe, wenn ich Schauspielerinnen und Schauspieler habe. Und dann versuchen wir halt aus Papier Leben zu machen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, weil es nicht geht, dann gibt es das dann halt auch nicht. Also von daher war das jetzt schon, oder ist es noch, einfach schon wirklich ungewöhnlich, weil das kenne ich so nicht, dass dann so lange Phasen sind von, ja, von nicht arbeiten oder nicht jetzt inszenieren. Und ich hätte in diesem Sommer hätte ich zwei schöne Arbeiten gehabt, einmal im Wunsiedel den Faust und dann in Jagsthausen auf der Götzenburg den Götz von Berliching. Also das wären wirklich tolle Herausforderungen gewesen, geht aber nicht in der momentanen Situation. Und wenn ich jetzt so lese, dass man ja glaubt, dass das so Cluster-Ansteckungen sind, also das heißt, wenig Menschen, die auf engem Raum, in geschlossenen Räumen sind, stecken dann viele Menschen an. Also dann, glaube ich, wird das in einem engen, vollbesetzten Theatersaal, also erstmal längere Zeit nichts und aber das ist halt so jetzt. Ja. Vielleicht hilft uns die App, dass wir da einfach dann zumindest die Nachverfolgung dann erleichtern. Also ich glaube, realistischerweise, also zumindest für jetzt so große Veranstaltungen, was ich in der letzten Zeit so gemacht habe, mit über 1000 immer, bevor da jetzt nicht irgendwie ein Impfstoff oder ein Medikament da ist, glaube ich, wird das alles so schnell nicht mehr stattfinden. Ich habe jetzt letztens ein Bild gesehen, vom Berliner Ensemble, einem der großen traditionsreichen Theaterhäuser, die haben mal so bestuhlt, wie das mit diesen Abstandsregelungen ist. Und das sieht wirklich aus wie so ein voll operierter Kiefer. Also so, ob da eine Stimmung aufkommt, ich weiß es nicht. Also. Kann man sich schwer vorstellen, ja. Kann man sich schwer vorstellen. Gibt es auch was Positives, was sich durch Corona in deinem Alltag verändert hat? Ja, was ich ganz toll finde, das ist, dass sozusagen ich ganz nah mit meinen Kindern und meiner Familie bin. Und dass jetzt wirklich auch mal so ein bisschen das Tempo rausgenommen ist. Also so die letzten 2 Jahre waren echt anstrengend von einer Produktion zur nächsten. Es waren auch alles tolle Sachen, auch als Autor und große Sachen. Und aber da war es dann schon jetzt auch an der Zeit, dass man mal ein bisschen auf die Bremse tritt oder auf die dass auf die Bremse getreten wurde. Also das heißt sozusagen seelisch und mental geht es jetzt schon ganz gut. Ich merke nur jetzt, wo alles sich wieder so öffnet, nur die Theater halt nicht. Jetzt fängt es an, so ein bisschen anstrengend zu werden. Aber ich fange jetzt wieder an zu schreiben und das ist dann ja auch eine schöne Tätigkeit. Du hast zwei oder drei Bücher geschrieben? Genau. Ja, so Prosa-Bücher sind es 3 mittlerweile, also 2 Jugendbücher und eins so ein bisschen so in Erinnerung an meine Mutter, die verstorben ist. Und ansonsten schreibe ich halt Theaterstücke. Gehst du damit auch auf Autorenreisen, so ganz klassisch als Autor? Liest dann ja, ich mache schon ab und an einfach so Lesungen und geht halt jetzt auch nicht. Aber das macht schon auch Spaß, also so und ich muss sagen, ich lese auch gern. Hast du einen Lieblingsschriftsteller oder mehrere? Ah ja, viele. Viele. Mhm. Einen, den du empfehlen könntest jetzt für die Zeit, der passt? Also ich meine, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also so, wenn man so viel mit Büchern zu tun hat, dann... Also was ich wahnsinnig toll finde, und da höre ich gerade das Hörbuch, das ist
Zusek heißt der, der hat ein schönes Buch geschrieben, die Bücherdiebin. Mhm. Und der Erzähler ist der Tod. Mhm. Und der begleitet so ein Mädchen durch die wirren Zeiten des Nationalsozialismus. Ein zärtlicher Tod als Erzähler. Also das ist wirklich so die Bücherdiebin. Das kann man wirklich absolut empfehlen. Ich nehme es in Abspann mit auf als Literaturtipp. Hast du jetzt in der Corona-Zeit eine neue Technik gelernt? Im Computer, Videokonferenzen oder kanntest du das alles schon? Ja, so Skype und so, das ist man ja gewöhnt, wenn man so internationale Produktionen macht, dass man dann halt so diese Videokonferenzen oder die Telcos, wie das dann so schön neudeutsch heißt, dass man das dann macht, also so das, was jetzt so ein bisschen kam, war Zoom. Mhm. Also Zoom habe ich aber hauptsächlich durch meine Tochter kennengelernt, weil die macht Capoeira und da gibt es jetzt immer Zoom-Stunden. Zoom-Stunden auf Capoeira. Das ist ja, genau. Klasse, das ist toll. Super, genau. Ja, schön. Homeschooling ging soweit gut oder hast du da selber noch was für dich dazugelernt? Ja, ich habe schon gemerkt, also so, dass, glaube ich, Lehrer echt ein schwerer Beruf ist. Also sozusagen dieses pädagogische Vermitteln, so dass Kinder dann auch das gerne machen oder halt dann zumindest so tun, als würden sie es wirklich gern machen. Also diese Vermittlung und das Erklären und das ermutigen und motivieren. Ich glaube, ich habe ganz große Riesenachtung jetzt wieder bekommen vor Grundschullehrerinnen. Lob geht an Sie. Geht ja. Weiter, ja. Alles richtig gemacht. Wie informierst du dich über das Tagesgeschehen, über das Aktuelle? Ja, das ist echt ein bisschen ein Problem, weil ich zu viel Zeit habe jetzt. Also so, ich lese sehr viel Zeitung, also ich bin so ganz klassischer Analogleser, überregional, dann auch Haller Tagblatt logischerweise. Aber ich habe jetzt auch angefangen, einfach zu viel Twitter und Facebook und diese Sachen mir reinzuziehen. Und ich muss sagen, das muss ich wieder aufhören. Dieser ganze virale Hass und dieses Hochgeputschte und dieses Konfrontative, das ist wirklich echt schlimm. Zum Beispiel bin ich Follower von Donald Trump, weil ich finde, das ist so irrsinnig, was da in Amerika passiert. Und dann wollte ich einfach wissen, wie dieser Mensch tickt. Und ich wache jeden Morgen in der Früh, wenn ich auf mein Handy gucke, dann sind da irgendwie 6, 7 so unglaubliche Tweets von diesem Donald Trump, dass ich dann mir schon denke, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Ich muss das jetzt wieder beenden. Also so schwere Kost am Morgen. Ja, nicht nur am Morgen, sondern das ist einfach, was da an Hass unterwegs ist und an Polarisierung und an Spaltung von Gesellschaft, das ist wirklich echt ganz, ganz schlimm. Und von daher hoffe ich auch jetzt echt, dass jetzt bald die Theater wieder aufmachen, weil das immerhin noch ein Ort ist, wo, wenn man Glück hat, auf eine hintersinnige und tiefgründige Art und Weise einfach diskutiert wird. Ja. Und nicht nur einfach Meinungen ausgetauscht werden oder abgesondert werden, sondern wirklich, dass das ist, was es in der Antike war, eine Agora, ein Diskussionsforum. Und das wäre echt wieder zu wünschen. Es wäre zu wünschen. Das ist auch ein Platz, wo man Gegenmodelle bekommt oder sein eigenes Leben auch ganz gut gespiegelt wird. Ja, oder wo mal reflektiert wird und nicht nur einfach abgesondert. Also so, es ist. Ja. Sieht ja so aus, als ob die Theater bald wieder aufmachen, ob es Spaß macht, hinzugehen mit dem Mindestabstand. Ja, oder wie man dann arbeitet, aber es gibt halt so ganz neue Formate. Also ich kriege jetzt immer so ganz viele Angebote, kriege ich jetzt für Monologstücke. Aber halt dann auch nicht so, dass man dann einen Monolog inszeniert, also einer spricht dann, sondern es sind dann so in 4 verschiedenen Räumen jeweils ein Schauspieler oder eine Schauspielerin und das muss man dann irgendwie alles so bauen, dass das Publikum dann wieder da eins weiter wandert. Und dann werden sozusagen so Staffelstäbe übergeben und so. Und das ist schon auch nicht uninteressant. Oder Sachen im Freien halt. Und also wo ich nicht so wirklich ein Fan bin, habe ich gemerkt, das ist so Livestream, also so mir jetzt so Theateraufführungen so reinzuziehen. Das braucht einfach sozusagen dieses unmittelbare, lebendige Live-Erlebnis. Und so dann funktioniert Theater. Was ich gern gucke oder so, das sind dann so historische Theateraufführungen. Das ist aber dann eher so ein Archäologenblick. Genau. Also da kann man auch gleich im Fernsehen ein Theater gucken. Ja. Das macht dann keinen Unterschied, wenn man streamt oder im Fernsehen. Ja, also so, ich finde, das ist nicht so das richtige Medium dafür dann. Wie hältst du dich fit? Ja, ich habe, also ich bin ja ein leidenschaftlicher Kendo-Kämpfer und das geht leider auch nicht. Also so, und
ich halte mich fit. Also ich habe jetzt für mich Nordic Walking entdeckt. Bei Joggen habe ich gemerkt, geht mir das viel zu, geht auf die Knie und so, und aber das Nordic Walking, das ist so eine gute Mischung zwischen also das ist eine gute Verbindung von Körper und Geist. Man kann gut dabei nachdenken oder sich die Landschaft angucken und ist aber auch irgendwie energetisch. Also ich gehe dann schon schnell auch. Ja, schön. Belohnung, wie belohnst du dich? Gibt es sowas? Ja, also ich mache, was jetzt im Moment wahnsinnig gern mache, ist, wenn dann so das Tagwerk verrichtet ist, dass ich mich auf meine Terrasse setze, da sind ganz viele Blumen, meine Frau und kann das total super, die hat so ein grünes Händchen. Und da sitze ich dann einfach und schaue und höre mir die vielen Vögel an. Und das ist sozusagen so ein meditativer Moment am Tag und so von Ruhe, das ist so eine gute Belohnung. Schön. Gut, dann sind wir schon fast am Schluss, zum Abschluss noch unsere 5-Fragen-Sätze beenden. Corona ist? Mist. Berlin ist? Eine große Illusionsblase. Premieren sind? Aufregend und nervenzerfetzend. Beichten ist? Ein Geheimnis. Schreiben ist? Ein Traum. Super, herzlichen Dank, Christoph. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Dankeschön. Wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, drücken Sie auf den Abonnieren-Knopf unten rechts. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Okay.